Ja, guten Morgen und guten Abend und guten Tag. Hier ist wieder Keep Supernova und wir schauen uns heute mal etwas aus meiner Splatoon-Sammlung an, Teil 1. Ja, der Anfang. Die Splatoon-Mangas. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Oder guten Tag, oder guten Abend, oder guten Mittag. Wie versprochen, zeige ich heute mal meine Splatoon-Mangas. Das heißt, die, wo ich bisher erstehen konnte. Das ist Band 1. Gockel. Gockel heißt der wegen den Gockels, also wegen der Fliegerbrille. Ryder, der ist ziemlich cool mit seinem Klecks-Roller, ja. Und wieder Gockel, der ist übrigens immer gut drauf, der Gockel. Und das ist Mask, Gasmaske und natürlich Gummistiefel dürfen nicht fehlen. In diesen Mangas geht es hauptsächlich um, ja, also was man im Splatoon so im Game, im Spiel eben so sieht. Das ist ein Glove, der ist übrigens von meinem allerersten Amiibo abgelehnt. Zeige ich gleich noch. Die Mangas sind von Sakichi Hinodeya. Hinodeya, habe ich nicht richtig ausgesprochen, aus dem Carlsen Verlag natürlich. Carlsen Manga aus der Rubrik Action. Wer hätte das gedacht? Und in Bezug, also es fängt an, in Bezug auf das erste Splatoon-Spiel auf der Wii U. Und es gibt neben den Battles, den klassischen Battles, wo versteckt praktisch erklärt wird, wie es ist, ein verstecktes Tutorial, so ein bisschen, wie Splatoon überhaupt funktioniert. Und es gibt keine wirklich tiefgründige Geschichte. Ab Band 5 kommt übrigens er hier, der Emperor, der Imperator. Und der ist ziemlich cool. Das ist übrigens seine Truppe. Wie kämpft Ryder gegen den Emperor, den Unbesiegbaren? Ja? Er gilt als unbesiegbar. Das ist übrigens Prince, der kleine Bruder vom Emperor. Es gibt neben der Hauptstory, wenn man sie so nennen mag, gibt es auch Nebenstories, wo eben Dinge aus dem Spiel gezeigt werden, aus dem Story-Modus, aber auch aus so Nebenquests, wie zum Beispiel dem Salmon Run. Die Stories selbst sind, ja, ich will es mal gelinde ausdrücken, flach. Also es geht jetzt nicht wirklich in die Tiefe. Man könnte vielleicht die Story vom Emperor und seinem Bruder als ein wenig deep bezeichnen oder ein bisschen ernster bezeichnen, aber das wurde auch schon oft gesagt, so, oh, die Splatoon-Mangas, die werden so irgendwie so flach und irgendwie eher uninteressant. Es ist eher was für die richtigen Fans. Hier sind übrigens schon von Splatoon 2 die Charaktere und hier auch wieder der Old Guy aus dem Story-Modus. Aber Leute, jetzt sind wir mal ehrlich, wir sprechen hier über Splatoon und nicht über Neon Genesis Evangelion oder so. Es gibt sehr viele ernste Mangas und Animes mit einer sehr ernsten Geschichte, traurigen, dramatischen Geschichte. Und Splatoon, muss man ja sagen, der Manga basiert ja auf einem Spiel und nicht umgekehrt. Das ist übrigens, da geht es schon um Operation Goldfisch, glaube ich. Ja, bis Band 9 habe ich es inzwischen geschafft. Hier nochmal alle Bände, ja. Ist es auch Goggles, wo die Haarfarbe geändert hat? klar, die Mangas, die sind eher was fürs Bücherregal, für den treuen Sammler, für den treuen Fan, aber an trüben, langweiligen Tagen ist es mehr als nur eine Zierde. Und es ist unterhaltsam. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen, weil die Farbschlachten und die Farbkämpfe
sind natürlich in Schwarz-Weiß, was ja traditionell bei Mangas ist, ein bisschen anstrengend zu sehen, anstrengend zu verfolgen. Oh je, welche Farbe hat denn jetzt welches Team eingefärbt oder so? Ja, Goggles, der liebt, das heißt, der liebt es, aber das ist so ein bisschen sein Markenzeichen, da sich, ich sag mal, mit ausgefallenen Klamotten manchmal zu zeigen. Er ist auch immer gut drauf, ja, das ist richtig schön. Und da wären farbige Comics vielleicht ein bisschen vorteilhafter. Das kommt vielleicht noch, das hoffe ich sogar, weil Splatoon ist ja wirklich auf dem Weg, ein richtig großes Franchise zu werden. Ich hoffe, so groß wie Pokémon. So, ich hole noch den Glove Amiibo von ihm hier. Bis gleich. So, hier ist er. Der Inkling Boy. Und das ist doch Glove, oder? Das ist er doch. Oder? Naja, fast. Ihr seht schon, er ist original verpackt. Weil ich lasse den Original, ich habe den Original verpackt gelassen, weil mir das einfach, das Gesamtding so gut gefällt. Und das wollte ich nicht kaputt machen. Und die Amiibo-Funktion, also dass man das so auf die Switch so drauf drückt, dass das dann lädt, das funktioniert auch in der Packung. Deswegen habe ich den in der Packung gelassen. Und hier habe ich noch eine Octoling Amiibo Collection mit einem Octoboy und einem Octogirl und einem Octopus. Ja, mal die Rückansicht, ein Triple Set. Und auch hier habe ich das in der Packung gelassen, weil das auch mit der Packung funktioniert. Sehr schön. Oh, ich kann mich nicht dran satt sehen an Splatoon. Das ist ziemlich cool. Splatoon, eine Mischung aus cool und cute. Ja, kennt ihr, ja. So, das soll es auch gewesen sein mit dem Video. Es geht dann wieder weiter mit jede Menge Games und Spiele. Und momentan bin ich ja so ein bisschen auf dem Salmon Run Trip. Was ich noch cool finden würde, wäre, wenn Nintendo das anbieten könnte, so einen individuellen Inkling oder Octoling Character als Figur. Also wenn man den irgendwie im 3D-Drucker oder so sich machen lassen, das geht bestimmt schon, oder? Ja, wenn ich sowas rausfinde, bleibe ich dran und berichte euch natürlich. Ja, in diesen Worten, spielt Splatoon. Am besten alle Teile, sie lohnen sich alle, glaubt's mir. Aber momentan ist halt Splatoon 3 angesagt und da gibt es ja auch jetzt die Erweiterung, um die ich mich mal kümmern muss. Es gibt so viel, um die ich mich kümmern muss bei Splatoon, ja. Mit diesen Worten, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Kip Supernova over and out.